So, Leute. Zendikar Rising. It's on the rising. Ja. Ist jetzt das letzte von dieser Woche. Ist ja immerhin auch schon Release-Woche rum. Schon fast schon langweilig, das Set. Es muss ja der Spoiler für das nächste Set rauskommen. Wir haben Sizzling Barrage. 2 Mana Instant fügt 4 Schaden einer Kreatur zu, die geblockt hat diesen Zug. Knallridge Colony. 2 Mana 2/2 mit Kicker. Wenn er gekickert ist, kriegt er 2+1/+1 Marken. Jede Kreatur mit einer +1/+1 Marke hat Trampel. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die gab es schon mal. Feed the Swarm. 2 Mana, man zerstört eine Kreatur oder Verzauberung, die einen Gegner kontrolliert, und ihr verliert Leben in Höhe der Mana-Kosten der Verzauberten. Der Verzauberung. So. Geile Karte. Wird völlig unterschätzt und ist wahrscheinlich so der Sleeper des gesamten Formats. Smite the Monstrous. 3 Mana, man zerstört eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher. Negate. 2 Mana, mein Counter hat einen Nicht-Kreaturenzauber. Sneaking Guide, oh, das Artwork. 1 Mana 1/1, Goblin Rogue. 2 Mana tappen, eine Kreatur mit Power 2 oder weniger kann nicht geblockt werden, diesen Zug. Hagra Constrictor. 3 Mana 0/0, kommt mit 2+1/+1 Marken ins Spiel. Und jede Kreatur mit mindestens einer +1/+1 Marke hat Menace. Cunning Geysir Mage. 3 Mana 3/2 mit Kicker. Wenn er ins Spielfeld kommt, gekickert wurde, kann man eine andere Kreatur zurück auf die Hand geben. Was ist das denn? Spare Supplies, die kenne ich noch gar nicht. 2 Mana Artefakt, kommt getappt ins Spiel. Wenn ihr ins Spiel verkommt, zieht ihr eine Karte. 2 Mana tappen, ihr zieht eine Karte. Okay, ja. Oblivion Hunger. 2 Mana Instant, eine Kreatur kriegt Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Und ihr zieht eine Karte, wenn eine +1/+1 Marke drauf war. Das +1/+1 Marke Theme ist auch ziemlich gut. Westward Search. Man sucht für 4 Mana seine Bibliothek nach 2 Standardländern, bringt sie getappt ins Spiel, mischt dann sein Deck. Und wenn der Spell gekickert wurde, kann man 2+1/+1 Marken auf jede Kreatur legen. Das ist ziemlich mächtig. Okay, Solaring Thought Thief. 2 Mana 1/3 Flash fliegend. Solange der Gegner 8 oder mehr Karten im Friedhof hat, kriegen Rogues +1/+0. Und immer wenn ein oder mehr Rogue angreift, muss jeder Gegner 2 Karten melden. Ziemlich mächtiges Teil. Okay, was bist du? Banyan Vellum, 2 Mana 2/1. Kreaturen, die eure Gegner natürlich kriegen, -2/-0 bis zum Ende des Zuges. Das ist ein kaum getapptes Spiel für ein blaues. Okay. Und unser Rare ist Master of the Winds. 4 Mana 1/4 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, zieht man 2 Karten, wirft eine Karte ab. Immer wenn man eine Instant oder Sorcery spielt, kann man den zu einem 4/1er oder 1/4 werden lassen. Okay, Sumpf, Goblin, Konstrukt. Diese Kreatur kann ich blocken. Zu Beginn des Upkeeps fügt er 1 Damage zu euch zu. Das ist ein geiler Token, der eine geile Karte produziert, die ich unbedingt haben möchte. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.